Hallo, ich bin's wieder, Carsten von iXLU und ich möchte euch im Tool iMapU zwei neue Funktionen kurz vorstellen. Zum einen haben wir jetzt die Möglichkeit, die Gebietsbezeichnung, die Werte und die Beschreibungstexte in der Karte darzustellen. Einfach hierzu in diesem Bereich hier anklicken, was man da haben will. Die Größe kann man wieder, wie bekannterweise, in drei verschiedenen Größen wählen. Und als zweite Funktion, die neu ist, man kann die Überschriften einfrieren. Damit ist es jetzt möglich, auch nach unten zu scrollen und trotzdem die Karte oben zu sehen. Aber falls es mal stört, kann man auch das hier ausschalten und es ist wie gehabt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.